Leute, willkommen zu meinem neuen Thema Pfingsten und Zungenrede. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das könnt ihr bestellen, kostenlos, wir schicken es euch zu. Und in diesem Buch da beschreibe ich ein paar Dinge, die mich seit vielen Jahren schon bewegen. Denn ich sehe, dass es in der weiten Christenheit heutzutage gerade an diesem Punkt große Missverständnisse gibt. Viele neigen dazu, ihre Auffassung aus der Erfahrung herzugewinnen, aus der Erfahrung anderer oder von Konferenzen. Aber ich muss sagen, auch mich hat das jahrelang verunsichert und mit den Fragen, kannst du nur zu Gottes Wort gehen und schauen, was sagt denn die Bibel? Und es gibt so viele verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Ich möchte dir am Anfang zeigen, dass das, was an Pfingsten geschah, nämlich die Taufe mit dem Heiligen Geist und die Zungenrede, so wie das manche heute verstehen und praktizieren, zwei verschiedene Dinge sind. Ich möchte dir einmal Folgendes erklären. Schaut, es gibt Menschen, die meinen, dass an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde mit dem Ziel, dass Menschen eine Zweiterfahrung erleben und durch diese Taufe mit dem Heiligen Geist die Zungenrede bekommen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn du dir die Bibel anschaust, dann wirst du sehen, dass das, was da an Pfingsten passiert, und die Zungenrede, wie sie Paulus in 1. Korinther 14 beschreibt, dass das zwei grundsätzlich verschiedene Dinge sind. Schaut, in Apostelgeschichte 2 haben wir es nicht mit einer Zungenrede zu tun, sondern mit einem Sprachwunder. Der Heilige Geist kam, in Kapitel 2, Vers 3, erschien mit Zungen, zerteilt wie von Feuer, setzte sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Und das Ergebnis davon war, dass Menschen dort sagten, wieso hören wir sie denn jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien, Pamphylien, Phrygien, Ägypten und so weiter, Libyen, Kyrene, Araber und so weiter, andere, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das heißt, hier an Pfingsten geschieht ein Sprachwunder. Der Heilige Geist ist ausgegossen und Petrus fängt an zu predigen und die Menschen hören diese Predigt in ihrer Sprache. Das, was Paulus im 1. Korinther beschreibt, ist etwas völlig anderes. Ich möchte dir das einmal zeigen. Ich habe das hier auch gleich im ersten Kapitel aufgelistet. Ich lese ein bisschen vor, dass du siehst, um was das Buch handelt. Da kannst du sehen, ob das interessant für dich ist. Es fällt sofort auf, dass es hier um etwas grundlegend anderes geht, als das, was am Pfingsten geschehen ist. Ich möchte die beiden Phänomene gegenüberstellen. Das Sprachwunder an Pfingsten war an Heiden gerichtet. Oder an Juden, die aus diesen heidnischen Regionen zurückgekommen sind, wäre korrekter ausgedrückt. Die Zungenrede dagegen in der Gemeinde in Korinth ist extra nicht für Heiden gedacht. Schau mal, da steht hier. Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle in Zungen redeten, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Es muss ja etwas anderes sein als das, was bei Pfingsten passiert ist, weil bei Pfingsten sprach ja Petrus extra zu all den Ungläubigen. Und hier in 1. Korinther handelt sich um ein Phänomen,
das eben nicht für Unkundige und Ungläubige ist, weil sie uns von Sinnen halten könnten. Ich habe das mehrere Male erlebt, da wo das nicht so befolgt wird. Ich war in einer Gemeinde zum Beispiel, wo alle durcheinander in Zungen gebetet haben. Und dann kamen Fremde rein, die ich kannte, ich habe die eingeladen. Die haben das gesehen, gehört, sich gegenseitig angeguckt und sind rausgerannt. Das kommt bei raus, wenn man nicht zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden kann und wenn man nicht die Bibel als Maßstab für die Ordnung der Gemeinde nimmt. Der zweite Punkt, das Sprachwunder an Pfingsten ist Verkündigung von Gott durch den Verkündiger zu Ungläubigen. Das in Korinth dagegen ist Gebet von Gläubigen zu Gott, also zwei unterschiedliche Richtungen. Das sehen wir hier in den Versen 13 bis 15. Darum, wer in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in Zungen bete, dann betet mein Geist, aber mein Verstand bringt keine Frucht. In einer anderen Übersetzung heißt es, mein Verstand ist fruchtleer. Also das, was Petrus am Pfingsten tut, ist Verkündigung. Das, was in Korinth in der Gemeinde geschieht, wird als Gebet genannt. Verkündigung kommt von Gott zu den Ungläubigen und hier ist es im Prinzip genau die andere Richtung. Gebet geht ja von Gläubigen zu Gott. Der nächste Punkt. Hier steht, dass beim Zungenreden der Verstand fruchtleer ist. Das war aber bei Petrus das genaue Gegenteil. Als Petrus verkündigt hat, wusste er genau, was er sagt. Er hat mit seinem wachen Verstand gepredigt. Also auch da sehen wir, es sind zwei verschiedene Dinge. Das Sprachwunder an Pfingsten geschah öffentlich, doch das, was in Korinth passiert, soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit praktiziert werden, weil dadurch Heiden abgeschreckt werden können. Ich habe das schon vorgelesen. Die Zungenrede ist deshalb innerhalb der Gemeinde zu praktizieren. Vers 26, wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder von euch einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Zungenrede, er hat eine Offenbarung, er hat eine Auslegung. Lasst alles zur Erbauung geschehen. Das heißt, es geht um die Erbauung der Gemeinde oder des Einzelnen. Da steht in Vers 3, wer aber weissagt, der redet für die Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Vers 2, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist aber redet er Geheimnisse. An Pfingsten passiert da das genaue Gegenteil. Da redet Petrus nicht für Gott, sondern für die Menschen. Siehst du also, dass das, was an Pfingsten passiert und das, was Paulus da an die Korinther schreibt, zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. An Pfingsten fungiert der Heilige Geist als Übersetzer. Das ist ein Sprachwunder. Petrus spricht, die Menschen hören ihn in ihrer Sprache. In der Gemeinde dagegen soll ein Bruder die Zungenrede übersetzen. Da steht ganz klar in Vers 27, wenn jemand in Zungen redet, dann seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Das war an Pfingsten eine ganz andere Sache. Das Sprachwunder hat die Bekehrung der Ungläubigen zum Ziel. Bei Korinth geht es um die Erbauung des Einzelnen oder der Gemeinde. Bei Pfingsten handelt es sich um menschliche Sprachen, um echte, reale Sprachen. In Korinth geht es um eine neue Sprache durch den Geist gewirkt, die keiner ohne Auslegung versteht. Es handelt sich um Geheimnisse im Geist, das haben wir in Vers 2 gehabt. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Aber das war das Gegenteil bei Pfingsten, alle verstanden ihn. Im Geist aber redet er Geheimnisse, aber Petrus berichtet keine Geheimnisse, sondern das Evangelium ist etwas, was alle hören sollen. Also ich frage mich,
seit 30 Jahren, wo ich die Bibel lese, sieht denn keiner, dass es sich da bei Pfingsten und in Korinth um zwei völlig unterschiedliche Sachen handelt. Schau mal, wie kommen Leute auf die Idee, dass an Pfingsten eine Zungenrede das Ziel ist? Ja, da gibt es so eine Möglichkeit. Man tut das, was man in Korinth liest, dort an das Pfingstereignis hineinlesen, obwohl es dort nicht steht. Schau, wenn jemand den Korintherbrief nicht kennen würde und er würde die Apostelgeschichte lesen, er würde noch nicht einmal auf die Idee kommen, dass es eine Zungenrede gibt. Mach mal selber den Test. Weil es wird dort keine Zungenrede beschrieben. Schau, es ist dort keine Rede von einer Zweiterfahrung. Es ist keine Rede davon, dass Menschen diese Zungenrede empfangen sollen. Das ist kein Thema. Sondern es geht um etwas ganz anderes. Als dieses Sprachwunder geschieht, verkündigt Petrus Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen und er sagt dann in Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und bei der Gabe des Heiligen Geistes handelt es sich um das Heil, um die Erlösung. Epheser 2, Vers 8, wo Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Nicht aus Werken, sondern es ist eine Gabe, ein Geschenk. Das ist das Zentrum der Verkündigung. Manche meinen, dass Pfingsten, die Taufe mit dem Heiligen Geist, eine Zweiterfahrung ist, gelöst von Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist aber nicht der Fall, sondern hier an Pfingsten wird das vollbrachte Werk vom Kreuz verwirklicht. Am Kreuz hat Jesus die Erlösung vollbracht und jetzt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes wird diese Reinigung von den Sünden in den bekehrten Menschen verwirklicht. Ich habe das in anderen Vorträgen etwas breiter erklärt. Das Wort Taufe, die Taufe mit dem Heiligen Geist, Taufe bedeutet reinigen. Was hat denn ein Zungenredenempfang mit Reinigen zu tun? Wenn es um einen Empfang der Zungenrede bei Pfingsten geht, dann müsste dort ein anderes Wort stehen. Aber es steht Taufe mit dem Heiligen Geist. Es geht um Reinigung. Johannes hat im Wasser getauft, aber Wasser konnte Sünden nicht vergeben. Dann kam Jesus und ließ sich dort taufen. Aber Jesus brauchte keine Vergebung der Sünden. Johannes begriff, was dort passiert. Jesus machte das Gegenteil. Er bekannte nicht Sünden im Wasser, sondern er nahm die Sünde der Welt auf sich. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, rief Johannes. Das heißt, Jesus nahm dort im Wasser die Sünde der Welt auf sich und er sprach dann, wenn er von seinem Leiden und Sterben sprach, von der Taufe. Ich habe das in einem anderen Vortrag gezeigt. Könnt ihr den Kelch trinken und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Oder ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe, wie ist mir bange davor? Das heißt, Jesus sprach, wenn er von seinem Leiden und Sterben sprach, von Taufe. Der Zusammenhang ist, wir werden nicht im Wasser getauft, gereinigt, sondern unsere Taufe, unsere Reinigung geschieht am Kreuz. Aber die Frage ist, das ist doch vor 2000 Jahren geschehen, wie kann das real werden in meinem Leben? Ja, deswegen braucht es die Geistestaufe, die Taufe mit dem Heiligen Geist, damit das Werk vom Kreuz in den gläubigen Menschen verwirklicht wird. Wenn Gottes Geist in mein Leben kommt, dann werde ich gereinigt von meinen Sünden. Der Heilige Geist kommt in mich. Ich werde Kind Gottes, ich werde von Neuem geboren. Das hängt zusammen. Bekehrung ist das, was ich tun muss.
Und wenn ich mich bekehre, glaubend, dann ist die Taufe mit dem Heiligen Geist das, was Gott tut. Er tauft mich, er reinigt mich mit dem Heiligen Geist. Und die Wiedergeburt ist das, was in der Sache passiert. Ich werde von Neuem geboren und ich werde ein Glied der Gemeinde. Schau mal, es gibt manche Leute, die wollen das einfach nicht einsehen. Sie bleiben bei diesem Punkt, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist der Moment, wo die Zungenrede empfangen wird. Aber dafür gibt es keinen biblischen Beleg. Es gibt keine Bibelstelle, wo die Taufe mit dem Heiligen Geist zusammenfällt mit dem Zungenreden empfangen. Gibt es nicht. Schau mal, es gibt ein paar Bibelstellen, wo zu lesen ist, um was es bei der Taufe mit dem Heiligen Geist geht. Ich möchte dir einmal diese Stellen vorlesen. In 1. Korinther 12, Vers 12. Eine sehr interessante Stelle. Lass doch die Schrift selber sprechen. Hier heißt es, denn genauso wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber eines Leibes, obwohl es viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind, und jetzt pass auf, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Hier wird der Begriff Taufe gebraucht. Bei der Einheit und Zugehörigkeit der Gemeinde. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle in einen Geist getränkt. Das ist das, was an Pfingsten geschah. Die Menschen kamen zum Glauben. 3000 haben sich dort bekehrt. Und was sagte ihnen Petrus, als sie fragten, was sollen wir tun? Ja, Petrus hat es klipp und klar gesagt. Er sagt in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann heißt es, dass 3000 gläubig wurden und zur Gemeinde hinzugefügt worden sind. Das ist genau das, was Paulus hier in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 beschreibt. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Dafür steht Pfingsten. Wenn ich also bekehrt bin, den Heiligen Geist empfangen habe, gereinigt bin durch den Heiligen Geist, wiedergeboren bin, dann bin ich ein Glied der Gemeinde. Das ist das, was an Pfingsten geschah. Dort steht nirgendwo, dass Petrus zu diesen 3000 sagte, so und jetzt blabbert mir mal nach, dass ihr irgendwie die Gänge kommt und die Gabe der Zungenrede bekommt. Kein Wort wird darüber über Zungenrede verloren dort. Ja, wenn es denn im Zentrum ist, wenn es denn so wichtig ist, warum steht dann dort nichts? Leute, die Sache ist ganz klar. Schaut auch in 1. Petrus. Es ist doch interessant, wie dieser Apostel das verstanden. 1. Petrus 1, Vers 22. Da heißt es, 1. Petrus 1, Vers 22. Weil ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist. Gereinigt durch den Geist, dafür steht die Taufe mit dem Heiligen Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Das heißt, jetzt sind wir eins mit den Geschwistern. Habt einander herzlich lieb aus reinem Herzen. Pass auf, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und er fängt an, ihr habt eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. Er endet mit Wort Gottes. Siehst du, wie hier die Bekehrung, die Wiedergeburt und die Taufe mit dem Heiligen Geist zusammen gesehen werden? Das Evangelium wird verkündigt, die Menschen reagieren darauf mit Gehorsam, sie glauben der Wahrheit und bekehren sich. Und was geschieht? Durch den Geist werden sie gereinigt und werden wiedergeboren und so zur Bruderliebe,
zur Gemeindezugehörigkeit geführt. Das heißt, die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Bekehrung und die Wiedergeburt sind ein und das gleiche Ereignis. Bekehrung ist das, was ich tun muss. Geistestaufe ist das, was Gott tut, wenn ich mich bekehre. Und die Wiedergeburt ist das, was in der Sache bei rauskommt. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Wir sind dann wiedergeboren, durch den Heiligen Geist gereinigt. Gott ist unser Vater, wir sind Mitglied der Gemeinde. Das ist die Lehre der Bibel. Schaut, du kannst dir das selber durchlesen, was da an Pfingsten geschah. Jetzt ist es so, dass manche sagen, ja, aber guck mal, wenn du da, ja, behalt mal, was ist denn in Apostelgeschichte 10 mit Cornelius? Petrus wurde zu Cornelius geführt, ein Heide, und verkündigt dann dort das Evangelium. Und während er dort predigt, fällt Gottes Geist auf Cornelius. Aber was passiert da? Sie fangen dann an, in Zungen zu reden, heißt es hier. In Sprachen muss man übersetzen. Und da ist ein sehr wichtiger Zusatz, den ich dir gleich vorlesen werde. Schaut, hier heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Sprachen redeten, also in Sprachen, und Gott hochpriesen. Und jetzt passt mal genau auf. Da antwortete Petrus, kann denn jemand das Wasser verweigern, dass diese nicht getauft werden? Und jetzt genau zuhören, die den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Also was ist da passiert? Petrus sagt, sie haben den Heiligen Geist genau wie wir empfangen. Er redet da von dem Pfingstereignis. Und was ist dort passiert? Es war ein Sprachwunder. Also wenn dort bei Cornelius das Gleiche passiert ist wie an Pfingsten, genau wie wir, dann ist es hier korrekt übersetzt. Sie fingen an, in Sprachen zu reden und Gott zu preisen, in ihrer Heimatsprache. Du kannst dich natürlich fragen, ja, wieso ist das denn wichtig, dann zu erwähnen? Ja, da musst du dich in das biblische Selbstverständnis reindenken. Du darfst doch nicht übersehen, dass damals die Situation die war, das wird auch hier beschrieben, die Juden waren entsetzt, dass der Heilige Geist, dass die Gabe des Heiligen Geistes, das heißt die Erlösung, die Vergebung, die Gnade, für einen Römer, es geht doch gar nicht. Damals war dieses Selbstverständnis, das Heil ist nur für uns Juden. Es war einem Heiden verboten, in den Tempel zu gehen. Man durfte als Jude mit den Heiden nicht zusammen essen. War unrein. Das saß so tief. Es war für die Menschen damals, für die Juden, undenkbar, dass Gott Heiden annimmt. Und jetzt überleg einmal, obwohl Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, geht in alle Welt, obwohl Petrus dieses Pfingstwunder erlebt, dass die gottesfürchtigen Menschen das Evangelium in ihrer Sprache hören, und obwohl Petrus das hier erlebt, da müsste man doch denken, er ist Experte jetzt für dieses Gebiet. Petrus sagt tatsächlich in Vers 34, nun erkenne ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Man könnte meinen, jetzt hat es Petrus kapiert. Aber im Galaterbrief beschreibt Paulus plötzlich, dass er Petrus ermahnen musste. Es kam zur Situation, dass Petrus mit den Heiden aß, gläubige Heiden, die zur Gemeinde gehört haben. Und da kamen welche aus der Beschneidung, also gläubige Juden. Und dann hat sich Petrus von den Heiden abgesondert.
Da seht ihr, wie tief das gesessen ist. Und Paulus greift ein oder mahnt ihn da, dass er keinen Unterschied machen soll. Alle sind von Gott angenommen. Deswegen musste Gott an Pfingsten, der der Startschuss ist für die Evangeliumsverkündigung, Startschuss für die Gemeindegründung, Startschuss für die Mission, deswegen musste Gott dieses Sprachwunder machen, um diese Barriere bei den Jüngern, bei den Juden zu überwinden, damit sie das Evangelium zu den Heiden bringen. Ich sage es doch mal, wer alleine die Apostelgeschichte liest, der würde nicht auf die Idee kommen, dass es eine Zungenrede gibt. Auch bei den Jüngern in Ephesus, Apostelgeschichte 19, die gleiche Situation. Da geht es nicht um die Zungenrede, wie sie im Gemeinderahmen praktiziert wird. Du kannst dir das alles in aller Deutlichkeit durchlesen. Ich habe die Theologie des taufenden Täufers Johannes hier beschrieben, was Jesus selber sagt zu dem Thema, was die Jünger sagen. Ich möchte schließen mit einem Gedanken nochmal zu der Zungenrede. Schaut mal, ich halte es nicht für biblisch zu behaupten, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist eine Zweiterfahrung ist, wo man die Zungenrede bekommt. Das lehrt die Bibel nicht. Paulus ist klipp und klar und sagt, dass nicht jeder Gläubige diese Gabe der Zungenrede hat. Hier heißt es in 1. Korinther 12, Vers 29, sind alle Apostel? Die Antwort ist nein. Sind alle Propheten? Die Antwort ist nein. Sind alle Lehrer? Nein. Sind alle Wundertäter? Nein. Haben alle Gaben der Heilung? Nein. Reden alle in Zungen? Nein. Und in 1. Korinther 14, da sagt Paulus es klipp und klar: Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in Zungen. Und Paulus sagt es klipp und klar, was für die Gemeinde Ordnung ist. So heißt es in Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Er sagt, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle in Zungen redeten, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinne? Also Paulus unterbindet das, was wir heute an vielen Orten als ganz normal erleben. Aber Paulus sagt, wenn jemand in Zungen redet, Vers 27, dann seien es 2 oder höchstens 3 und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, dann schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich selbst und Gott. Also zu Hause soll er das praktizieren, aber nicht in der Gemeinde. Deswegen, liebe Freunde, ich sage es euch ganz einfach, wie es ist. Ich habe mir das jetzt jahrzehntelang angeschaut und mich immer wieder gefragt, was ist denn hier los in dem modernen Christentum? Was passiert denn in den Pfingstkreisen, charismatischen Kreisen, auch in anderen Kreisen? Es stimmt mit dem, was in der Bibel gelehrt wird, nicht überein. Es wird sogar jetzt auf Bibelschulen gelehrt, in Zungen zu singen. Alle kreuz und quer. Paulus sagt, nein, 1 oder 2 und man soll es auslegen, ansonsten soll geschwiegen werden. Ich frage mich, Leute, gilt die Bibel heute noch etwas? Ist noch jemand interessiert an der Ordnung, die Gott gegeben hat für das Gemeindeleben? Ich bitte euch, lest einmal 1. Korinther Kapitel 14 durch und macht euch Folgendes bewusst. Das ist Gottes Ordnung für die Gemeinde, die hier beschrieben wird. Ich kann euch nur ans Herz legen, haltet euch daran. Teilt diesen Vortrag, gib ihn deinem Pastor, deinem Gemeindeleiter, komm mit ihm ins Gespräch, was denn da los ist. Leute, ich glaube, dass viele einfach die Grundlage der Bibel verlassen haben und damit öffnet sich einfach die Tür für Spekulation, für irgendwelche Dinge. Ich habe es selber gehört und von vielen bestätigt bekommen. Gerade in den Kreisen wird auch die Zungenrede so beigebracht. Komm, ich rede dir vor, sprech du mir nach. Leute, was hat das denn mit der biblischen Zungenrede zu tun?
überhaupt gar nichts. Ich distanziere mich davon. Ich kann euch nur raten, kommt zurück zu der Realität der Gemeinde. Ich möchte schließen mit einem Gedanken. Die echte Zungenrede ist wichtig, so wichtig, dass wir hier aufpassen müssen. Schau, wenn ich ein Lager hätte mit lauter Van Gogh-Fälschungen, aber ich wüsste, es ist auch das Original dabei, dann würde ich nicht alle wegschmeißen, weil ich wüsste, dieses eine ist wertvoll. Deswegen, ich glaube an die Echtheit und Wichtigkeit der Zungenrede. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass wir sie von den falschen Dingen unterscheiden können und dass wir zurückkommen zu der richtigen Ordnung und zurückkommen zu der echten Evangeliumsverkündigung im Zusammenhang mit der Taufe des Heiligen Geistes, die da bedeutet, dass ein Mensch gereinigt wird von seinen Sünden. Lies selber in der Bibel und wenn du willst, ich schicke dir das Buch kostenlos zu. Gottes Segen.